Zuerst möchte ich mich bedanken für die vielen Glückwünsche zu unserem fast 100 Abonnenten-Video. Danke. Jetzt sind es 100. Und dann möchte ich heute eine kleine, wahre Kurzgeschichte erzählen. Lieber Roman, ich habe es dir versprochen. Hier ist die Geschichte. Die Geschichte beginnt vor 53 Jahren im Sommer, da, wo der Sommer noch Sommer war, in Duisburg. Meine Eltern hatten beschlossen, der liebe Jung, also ich, muss in den Sommerferien wieder raus. Das heißt, er muss wieder dorthin, wo er schon mal war, nach Dömen, auf dem Bauernhof. Ich war begeistert und als ich das hörte, packte ich sofort meinen Koffer. Einen kleinen Koffer, die Sachen waren schnell reingepackt und dann ging es los. Meine Eltern fuhren mit mir zum Duisburger Hauptbahnhof und im Hauptbahnhof wurden zwei Bahnsteigkarten gelöst, 20 Pfennig. Damals musste man, um auf den Bahnsteig zu kommen, noch Bahnsteigkarten lösen. Ich brauchte ja keine, denn ich hatte ja eine Fahrkarte. Oben auf dem Bahnsteig angekommen, die große Verabschiedung und dann ging es los Richtung Münster. In Dömen wurde ich schon erwartet. Am Bahnhof stand Onkel Georg, so wie ich ihn nannte, und Josef, der Sohn. Wir waren Freunde und haben in den Ferien viel zusammen gespielt. Ins kleine Auto rein und ab zum Hof. Auf dem Hof angekommen, roch es in der Küche schon nach frischem Brot. Ich werde diesen Duft nie vergessen. Noch heute habe ich diesen Duft in der Nase. Und mit der selbstgemachten Erdbeermarmelade da drauf, ich kann mich da reinknien. Auf dem Nachbarhof hatte es sich auch schon rumgesprochen, dass der liebe Jung aus Duisburg wieder da war. Wir haben als Kinder sehr viel zusammen gespielt. Was man so spielt, Verstecken und. Auf jeden Fall, ich war ja jetzt das dritte Mal schon dort, sagte eines Tages, und hier beginnt eigentlich die Geschichte, meine Tante Mia, so wie ich sie nannte, wir fahren zu meiner Schwester. Dort war ich noch nicht, dort kannte ich niemanden. Also es ging los. Wir kamen an und da standen sie, wie die Orgelpfeifen. Zwei Jungs, drei Mädchen. Die Kleinste, ganz hinten, schüchtern, war Rita. Ich damals 11 Jahre und sie 8 Jahre. Ich habe es bis heute nicht vergessen. Sie streckte mir die Zunge raus und da ist es geschehen. Liebe auf den ersten Blick. Nun muss man dazu sagen, Rita 8, ich 11, wir waren eigentlich viel zu jung für eine feste Beziehung und deshalb verlor sich unser Weg und erst 9 Jahre später, ich mittlerweile 20, Rita 17, kreuzten sich unsere Wege erneut. Ich hatte schon ein Auto und die Entfernung Dömen-Duisburg, damals noch über Landstraße, so knapp 100 Kilometer, die waren schnell gefahren.
Rita und ich wurden ein Paar und wir hatten eine wunderschöne Zeit. Und irgendwann passierte es, trennten sich wieder unsere Wege. Aber das sollte nicht auf Dauer sein. Denn am 20. Juni um 11 Uhr 1975 standen wir auf dem Standesamt. Und wie die Geschichte weitergeht, das erzähle ich nächsten Donnerstag. Jetzt erst wünsche ich euch ein sehr schönes Wochenende. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Und tschüss.